begrüßen als erste Mannschaft, Teilnehmer der vierten Olympiade der Dörfer, der Fighter, der Wasser ist unser Feind, die Damenmannschaft aus Lockstedt. Herzlich willkommen. Ein Riesenapplaus für die zweite Mannschaft, die Strohhutbande aus Großlangerwisch. Unverkennbar. Wir begrüßen mit einem tosenden Applaus das Q-Team. In der gesamten Prignitz gefürchtet. Lassen Sie sich nicht beeindrucken durch die Körpergröße. Die Rasselbande aus Alt-Krüssel. Nach drei Anläufen haben sie es im letzten Jahr geschafft. Die Recken aus Schönhagen. Herzlich willkommen. Beiden Seiten. Und damit sind die vierten Olympischen Spiele der Dörfer eröffnet. Die Schiedsrichter werden nun die Mannschaften einweisen und in Kürze wird es dann mit den Wettkämpfen losgehen. Ein Wettkampf, dann wird gewechselt und dann kommt der nächste. Wer beginnen darf, wird jeder vor jedem Wettkampf neu ausgelost. Wegen der Chancengleichheit, ja? Sonst kann sich die letzte Mannschaft immer abgucken, was die anderen besser machen und so. Ne? Deshalb wird vor jeder Runde ausgelost. Ja? Gut. Bei der Linken hier. Da gibt es dann heute noch dieses Red T-Shirt ganz nebenbei. Wechselhalt, damit man nicht mehr. Oh.
allen Teilnehmern sei gesagt, es gibt nach dem Wettkampf natürlich die üblichen Dopingkontrollen. Ich wollte das T-Shirt noch ausbringen jetzt. Genau. Hallo. Ja, guck mal, hier hoch.
Okay? Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Warum muss man nicht treffen? Weil das? Gab es schon Streit auch? Im Spannungsraum? Gut für das Flaschen. Ein bisschen größer ist es schon. Was machen wir denn? Achso, schon ein Spiel. Oh. Ja, und wir fahren ein. Ja, das war nicht, oder? Ja, vorhin durfte. Ich denke, das Minimal. Ja! Ja! Los! Come on.
Zeit. Ein kurzes Zeichen. Fertig. Jonas, fertig. Hat gut geschmeckt. Okay. Wunderbar. Stellt euch mal bitte ein Stück hier. So, so. Jonas, die Kolonne. Immer. Wir fangen mit dir an. Sieh erst, wer am weitesten kommt. Und Lukas. Wer ist hier außer der Welt? Hier. Ja. So, ich kann mir vorstellen, dass man so weit ist gekommen. Aber man soll sich freigestellen, wie die Sache tut. Man kann ihn in den Mund nehmen. Ziel ist, welcher Teebeutel am weitesten fliegt. Guck mal, du kannst anfangen. Oh, eine ganz verrückte Technik. Thank you.
Er muss 6 sein, er hat 20 Minuten.
einzeln. Ne?